Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Feed the Beast Revelation. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich in dieser Folge mal gucken möchte, dass ich hier die Upgrades bauen kann. Dafür brauche ich dieses Kryotäum, dafür brauche ich das Bliss Powder. Kann ich das noch anderweitig irgendwie herstellen? Deinem Fluid Transposer. Boah. Ich glaube, da kann ich tatsächlich echt. Oh, ich habe ein Schwert vergessen. Ja, da kann ich, glaube ich, echt besser. Wildnis gucken, ob ich da irgendwo eine Bliss finde. Sword. Das mal mit, das hat 15 Schaden, sag ich mal. Dann warten wir kurz, bis das ein bisschen aufgeladen ist. Leider ja unsere Upgrades nicht mehr drauf. Aber das einmal reingepackt haben, was im Nachhinein eigentlich ziemlich dumm war. Ich hätte das ja einfach neu craften können einmal und hätte das dann reinpacken können. Aber egal. Wir waren doof. Das ist die Armaschelle dafür. Jetzt müssen wir einmal gucken. Die Minimap. J? J. Wir müssen eigentlich Richtung Endportal gehen. Dann laufen wir automatisch durch ein riesen Eisgebiet durch und wenn irgendwo so ein jetzt mal so ein Eisblaze ist, dann ja wohl da. Auch gut, dass wir einen Zombie-Kopf da bekommen. Ja, bloß weg hier. Ach, Creeper. Achso, da war das andere Ding da. Und mir fällt gerade auf, ich habe das Werkzeug gar nicht dabei, dass wir uns was, was abbauen können. Ah, aber ist eh egal, wir haben ja unser Transmutation-Tablet dabei. Wir können uns da zur Not was rausholen. Kommt irgendwas? Scheinbar nicht. Zumindest haben wir zwei getötet und da kam nichts. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da nichts droppt. So, wir sind auch sofort im Eisgebiet angelangt. Professor. Traveler's Logbook. So, wo sind die Bliss? Der, wenn ihr euch traut. Ich glaube, das Eis müsste man mit Silk Touch abbauen. Und mal gerade hier. Eisbär. Ja, wir brauchen nur eine Bliss. Kann auch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Ach man. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Bogenschütze. Wenn ich es jetzt mal. Reis. Das ist auf jeden Fall ein Babykaninchen da. Bist du. Ey. Gut, dann nicht. So. Jetzt Bumm gemacht nochmal. Aus Prinzip. Alles töten. Können tatsächlich eigentlich hier bleiben und einfach alles töten. Weil dann spawnen ja neue Monster hier. Vielleicht ist da drunter auch eine Bliss.
irgendwie könnte quasi unser Plan B sein. Oh. Man lilanes Zeug draus. Okay. Immer noch eine Bliss. Du bist das falsche Viech. Beende das mal zwischen euch. Haben wir da schon sowas Blissartiges, sage ich mal, gefunden, aber das war der falsche. Erstmal die komische Hexe weg. Zack. So. Auch noch weg. Ui. Sehr schön. Blissrod. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, das hier? Astro Sorcery. Achso, ich glaube, so ein Ding haben wir auch gefunden, ne? Anders? Jetzt finden wir hier massenhaft welche oder was? Jo, Baby-Zombies sind fies. Ich meine, ich krieg keinen Schaden, weil ich die Rüstung habe, aber... Das ist trotzdem ein bisschen fies. So. Jetzt seid ihr auch tot. Ist doch schön. Wir brauchen unbedingt den Teleporter, ey. So, vor dem springen wir mal hier ganz schnell weg. Lauf mal wieder Richtung zu Hause. Ja, mal auch wieder Stuff reinschmeißen. Was ist das hier eigentlich? Ja. Alles komische Sachen. Egal. Wir haben auf jeden Fall unser Ziel erreicht. Wir haben eine Bliss gefunden oder sogar mehrere. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir die anderen Upgrades da machen. Unsere Maschinen sollen ja richtig schnell sein. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig schnell. So zumindest die Idee, die Hoffnung, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Dann kann ich auch schneller mal die Kiste abarbeiten, wo noch Roherze, sag ich mal, drin sind. Aber das dauert ja alles einfach ein bisschen lange, weil wir nie wirklich diese weiteren Upgrades gemacht haben. Wir haben zwar schon allen möglichen Stuff dafür, aber halt die Bliss-Dings da haben gefehlt. Ja. Einerseits ist es ja das ganz cool, dass ich zwei Blöcke hoch springen kann. Andererseits dauert das natürlich bei solchen Passagen hier natürlich jetzt ein bisschen länger. Oder Schweinchen, was sagt ihr dazu? Aber egal, wir haben es ja jetzt sofort geschafft. So schöne Holzhütte. Obwohl, immerhin ist hier eine Hütte, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Oh. Dann. Blissrod.
Fangen wir mal hier in den Pulverizer. Warte mal. Okay. Hatte kurz Angst, sage ich mal, dass man da einfach eben sie mit farmen kann. So. Snowball und Redstone. Brauchen wir Wait. Dem kann man das nicht mehr mit EMC machen. Okay. Das heißt, wir brauchen. Warte mal, wie viele Maschinen haben wir jetzt? 4, 5, 6. 5. Das heißt, wir brauchen 10. 10? 10. 10. 10 Bliss Powder. Muss nur kurz Mathemann machen. So, dann brauchen wir Redstone 5 Stück. Und 5 Schneebälle. So. Zack. 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 Sehr schön. Dann brauchen wir Electrum Gear. Haben wir das zufällig? Electrum Gear. Nein. Reicht das aus 4 Dingern? Wahrscheinlich nicht. Doch. Electrum Gear. 5 Stück. Und dann wahrscheinlich Signalum, ne? Ja. Dann nehme ich gerade einen Stack raus. Ich habe keinen Bock, da alles einzeln durchzuklicken. So, dann einmal. Zack, 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 zack. Und den müssen wir erstmal auf Hardened machen. Hardened und Reinforced. Infos. Zack, zack, zack. Wie viele Upgrades könnt ihr jetzt haben? Ich werde jetzt nochmal eins mehr, das heißt 3, 4, 5, 6, 7. Orkman. Naja, machen wir mal so. So. Brauche ich mir für die nächste Stufe? Hey, Sulfur. Derium Ingot. Gumium Nuggets. Okay. 3 Tin, 1 Silber, 1 Glowstone. 3 Tin. 1 Silber. Und 1 Glowstone. Wahnsinn, Mann, hier. So. Dann können wir schon mal weitermachen hier. 20 Enderium Ingots. So, zack. Und dann brauchen wir 10 Pyroträum-Dings da. Heißt. Warte mal, so. Guess, das macht man auch so. Oder kriegt auch 2, ja. Dann Sulfur. 5 Stück. Und Redstone 5 Stück. So, zack. Huch. Ach, das wäre sogar gegangen. Okay. So. Du bist immer noch nicht fertig. Jetzt sollen wir uns da auch mal die geupgradete Version bauen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Machen wir nämlich da nochmal die Upgrades drauf. Dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Los, schneller. Okay, dann müssen wir echt nächste Folge einmal gucken, dass wir das hier schneller hinbekommen. Kann ja nicht sein, wenn wir hier mal was schmelzen, dass das dann so lange braucht. So, zack, zack.
Auf einmal den Grunning Ball. So, dann zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auch jeweils wieder ein. Das ist hier das Augment. Wir können natürlich einmal kurz gucken, wie schnell das jetzt geht. Ah, das geht schon deutlich schneller als gerade eben. Oder was heißt gerade eben? Als vorher. Schmelzen auf jeden Fall, das geht ja jetzt ja einfach mal super schnell. Obwohl, der Pulverizer muss natürlich auch im Verhältnis ein bisschen langsamer sein, weil sonst kommt der Furnace hier nicht hinterher. Aber sehr schön. Es freut mich zu sehen, dass das jetzt auf jeden Fall ein bisschen schneller geht. Ist doch angenehm. Hier auch einmal kurz den Stuff reinpacken. Und kriegen wieder ein bisschen EMC. Sehr schön. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Und in der nächsten Folge gucken wir uns auf jeden Fall den Alloy Smelter an. Und vielleicht können wir dann ja auch mal weiter Richtung Draconic Evolution gehen. Na gut, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.